Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Sanctuary. Wir sind im Lava-Gebiet. Das macht mir ein kleines bisschen Angst hier. Aber wir kriegen gleich ein Geschenk. Sehr schön. Runensteinsplitter. Runenstein? Ach, ist es das, was wir bei Will abgeben müssen? Ich glaube ja. Aber wir gucken uns vorher noch ein bisschen hier um. Okay, wir haben die alle noch nicht. Das heißt, ich würde es gerne mal probieren. Wir haben jetzt auch unsere neue Katze dabei. Deswegen los. O'Malley darf sich jetzt mal beweisen. Zuerst. Achso, wir haben jetzt natürlich nicht die Buffs, die wir mit der anderen hatten. Okay. Dann schauen wir mal. Aber hier kriege ich tatsächlich Regeneration wenigstens für die Katze selber. Also für O'Malley. Für Thomas O'Malley. Oh, sehr schön. Noch mit brennen. Cool. Dann machen wir einfach mal Sicherheit drauf. Sehr gut. Ein paar Buffs brauchen wir ja schon. Und er kann sich hier auch noch selber Regenerationsbuff geben. So, dann hat jetzt nur der Pufferfisch keine Regeneration. Ist aber nicht so schlimm, weil da haben wir ja eine Attacke, die Heilung verschaffen kann. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht gebufft damit. Okay, alles gut. Er hat sich den Debuff selbst entfernt. Alles schön. Feuersturm, Verbrennung. Können wir alle erwischen mit? Gucken wir mal. Ja, wow, das klappt gut. Und guck mal, er hier ist ziemlich angreifbar. Ja, wir haben leider, durch die andere Katze hatten wir ja Rüstungsbruch. Das haben wir jetzt hier leider nicht. Nicht durch die Katze, entschuldigt, durch den Koi, meine ich. Ja, der Koi fehlt schon, muss man schon zugeben. Vielleicht dann lieber Koi durch Kermit ersetzen. Vielleicht dann so. Wir probieren mal durch, was uns hier am besten hilft. Aber das hier ist ein gefährliches Team, würde ich sagen. Also ist nicht so reibungslos, wie ich es gern hätte. Wir können uns hier noch ein bisschen HP abziehen. Zieht das HP ab? Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob da was passiert ist, ehrlich gesagt. Machen wir hier Giftfresser. Und dann ziehen wir gleich einmal mit einem Schwerthieb da durch. Dann nehmen wir den anderen hier auch noch gleich mit. So. Sehr schön, noch eine Blutung verteilt. Okay, also es geht schon, aber es ist halt nicht so schön wie mit Koi. Ich weiß gar nicht, wie wir den Koi genannt haben gerade. Schon vergessen. Kaum aus dem Team, schon sind die Namen vergessen. So, wir machen hier mal wieder herstellen. Das ist halt schön. Wir haben halt wieder einen richtigen Heiler dadurch. Das ist schon ganz nett. Aber andererseits, mit dem anderen Team, mit der Aufstellung, haben wir gar keinen gebraucht, quasi. Nee, wir machen den mal weg. Wir gucken, ob wir ein Eichen kriegen. Mich würde auch interessieren, wie es so mit denen aussieht. Vor allem, was sie können. Sind das auch so eine starken Flugviecher? Mal schauen. Kriegen wir wohl noch raus. Entzünden, Schlammkanone, entzünden. Okay, sehr viel Ver... Oh, da haben wir den Rüstungsbruch. Okay, dann kriegen wir das doch hin. Mit dem Rüstungsbruch. Okay. Muss man nur wissen. Sehr schön. Habe ich einfach vergessen. Habe ich wahrscheinlich geskillt oder so. Okay. Na, leider kein Eichen. Ist aber nicht so schlimm. Okay, dann versuche ich es doch noch. Oh, hier geht es nicht weiter. Aber gut, wir haben ja den Splitter. Ist völlig okay. Und da unten können wir auch noch gucken. Da geht es vielleicht auch noch irgendwo lang, hier unten. Oh Gott. Ganz ehrlich, wir können es gucken. Okay. Warte mal, anders. Oh. Ja gut, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie... Mist. Wenn ich hier nicht gleich springe, dann geht das leider nicht. Aha, ich bleibe immer an den Dingern hängen. Das gibt's doch nicht. Nee, nicht. Hey, gerade beim ersten Mal war es besser. Na gut, ich bleibe immer irgendwo hängen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können irgendwie. Oh. Das schaffen wir auf jeden Fall. Das war jetzt nur doof. Okay, wir gehen mal zu Will hoch. Moment. Wir machen es uns wieder ein bisschen einfacher, weil die Monster hier brauche ich ehrlich gesagt. Ich glaube, die sind vom Level nicht so... Ah, nein. Gut. Gut, dass man nichts verliert. Also keine EP-Items oder irgendwas.
Das wäre sehr doof. So, wo war denn jetzt Will hier? Der ist irgendwo da oben. Oder links. Oh Gott. Laufe ich gerade falsch? Oh, ich bin in ein Monster reingelaufen. Ups. Naja, ist nicht so schlimm. Wir brauchen den Drachen ja immer noch. Erstmal holen wir uns die Regeneration. Sehr gut. Dann einmal Sicherheit. Für alle. Dann das. Ew. Okay. Sowas hasse ich ja. Dann dauert das immer so unnötig lange. Ich wollte doch nur schnell zur Will und bin noch nicht mal sicher, ob ich hier gerade richtig laufe. Vielleicht hätte ich auch oben nach links laufen müssen. Vielleicht ist es hier auch gerade falsch tatsächlich. Wir gucken mal, ob wir Verbrennungen hinkriegen. Ja, wunderbar. Und dann können wir noch wegen dem Rüstungsbuch schauen. Aber erstmal wollte ich alle verbrennen. Brennt. Ich hoffe, die machen nicht gleich wieder so ein Schutzschild, die Goblins. Das wäre sehr nervig. Coole Wurf. Okay, das halten wir aus. Vor allem mit Feuerkätzchen. Das bringt doch gar nichts. Oh, er hat einen Rüstungsbruch erhalten. Wenn wir ein Glück haben, heilt er sich den gleich wieder. Yes. Oh, alle haben Rüstung. Okay, er hat geheilt. Das ist zum Glück seine Gabe. Aber, ja. Kein Rüstungsbruch bekommen. Ah, okay, das klappt also nicht immer. Schade. So, der ist Geschichte. Jetzt würde ich hier eigentlich doch gerne, dass er Regeneration bekommt. So. Na gut, die Rüstung ist jetzt so gut wie weg von den Goblins. Oh nein. Okay, Verbrennung. Ja, überlebt es? Ja doch, locker. Gut, Verbrennung auch wieder weg. Das ist ja praktisch. Ne, das sieht doch gut aus. Da haben wir den Rüstungsbruch jetzt bekommen. Achso, der ist schon voll mit Feuer. Na gut, trotzdem. Blutung kriegen wir. Und tschüss. So, da war es nur noch einer. Ja gut, das macht dem gar nichts. Achso, der hat auch schon einen Rüstungsbruch. Hätte ich jetzt gar nicht machen müssen. Ich glaube, eine bessere Attacke habe ich auch nicht. Kätzchen braucht noch Attacken auf jeden Fall. Also Omani. Und tschüss. Okay, das klappt jetzt doch ganz gut hier mit dem Team. Denke ich. 2 Sterne nur. Okay, wir brauchen halt... Feld plus 4. Okay, da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, ob das besser ist. Weil Kätzchen hat ja nur gerade so, naja, so Alibi-Sachen an. Oh ja. Deutlich besser. Sehr schön. Nehmen wir so. Jetzt gucken wir mal, wo sich Will hier versteckt hat. Ah, ich glaube wirklich, ich bin falsch gelaufen. Warte mal, hier oben vielleicht? Nee, da komme ich gar nicht. Achso, das war das. Ach, jetzt habe ich vergessen, das zu googeln, ne? Ich wollte ja nachgucken. Naja. Ah, ich glaube wirklich, ich bin hier falsch. Verdammt. Aber da oben ist eine Flamme. Ich könnte zumindest... Warte mal, kann man da irgendwo in die Nähe porten? Na gut, hier hin und dann muss ich auch wieder durch den ganzen Wald. Da ist, glaube ich, Will, oder? Kann das sein? Könnte aber tatsächlich kürzer sein, wenn ich hier einfach die Flamme nehme. Naja gut, ich kenne mich hier noch nicht so aus. Wir waren noch nicht so oft hier in dem Lava-Ding. Vielleicht ist er auch da unten irgendwo. Nee, da unten war Dings. Nee, da kann er nicht. Nee, warte mal, der war hier. Direkt rechts neben der Flamme, ich weiß es noch. Ha. Hey, Will. Ohne das fehlende Stück. Ja, ich glaube, ich hab's. Ist das der fehlende Runensteinsplitter? Das muss es sein. Setzen wir ihn in den Runenstein ein. Und jetzt lass mich schnell den vollständigen Runenzauber übersetzen. Ah, ja. In unserer Sprache bedeutet das hier, großer Wotan, gib uns Siegfrieds Stärke, auf dass wir unbeschadet durchs Feuer gehen können. Okay. Siegfried der Drachentöter, oder? Das ist wie im Sonnentempelpalast, wie auch immer, wo das Wasser abgesunken ist. Hier sinkt jetzt das Feuer ab.
Okay. Oh, nach dem, was wir gerade gehört haben, können wir wohl annehmen, dass etwas Großes passiert ist. Das muss der Zauber gewesen sein. Wie es aussieht, wirkt der Zauber in jeder Sprache. Interessant, nicht? Gut gemacht, Will. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Ehrlich gesagt würde ich gerne noch etwas bleiben und schauen, was wir hier noch so finden können. Ich glaube, dass mein Spektralfrosch wollen würde, dass ich das hier tue. Und du wirst auch deinen Begleiter zurückbekommen, Will. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich weiß. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, ich sollte das Leben als Monsterhüter nicht aufgeben. Damit wäre niemandem geholfen. Wir sehen uns dann. Ich möchte unbedingt diese Höhle erkunden. Den werden wir wahrscheinlich später irgendwie wieder retten müssen. Ich habe das Gefühl, dieser Ort ist das perfekte Versteck für eine Zufluchtsmarke. Bestimmt finden wir hier dank Wills Hilfe noch eine Zufluchtsmarke. Gehen wir. Okay. Gut, wo war denn das, was wir... Das haben wir hier gesehen, ne? Okay, dann gehen wir da hin. Ich weiß nicht, ob das hier auch bei den... Ne, da war ja... Warte mal, war da überall zugesperrt? Ich weiß es nicht mehr. Wir sind das alles in der letzten Folge durchgegangen. Ich war jetzt abgelaufen, aber... Ich kann mir nicht alles merken. Ist ja auch nicht so, dass ich die Folgen hintereinander weg aufnehme. Sonst wäre es ganz einfach, aber nee. Ist jetzt schon wieder ein, zwei Tage her. Für mich. Manchmal ja sogar noch länger zwischen den einzelnen Folgen. Okay, wir müssen hier runter. Das ist echt praktisch, dass wir den Elefanten haben. Ich meine, klar, ist auch gut, die Kämpfe an sich so mitzunehmen. Wegen EP und sowas, aber ich bin auch ganz froh, wenn wir nicht jeden Kampf mitnehmen müssen. Vor allem, wenn ich denke, dass es da nicht mehr genug EP für uns rauszuholen gibt. So. Dann schauen wir mal. Erstmal hier. Haha, jetzt kriegen wir die nämlich. Na gut, dass ich das nicht noch zigmal probiert habe. Wird benötigt, um bestimmte Monster auch weiterzuentwickeln. Oh mein Gott. Da können wir nochmal zum Evolutionsbaum. Okay, erstmal hier. Ah, okay. Kunai plus 4. Wow, wir werden ja jetzt hier richtig verwöhnt mit Zeug. Wir haben Monkstern plus 3, aber Kunai ist tatsächlich besser. Ja, doch, das bringt uns hier deutlich mehr. Ja, okay, gut. Geschafft. Okay. Haben wir. Ganz easy. Ich muss auch mal wieder... Ich vergesse das so gerne. Okay, wow. Ja, ich, das halt können, ne? Einfach können. Okay, wie ging denn das? Das sieht so aus wie der Elefant, aber das ist es nicht, ne? Nee. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich damit tue. Einfach draufspringen? Kannst du eigentlich irgendwas? Achso, du bist im Wasser wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Was machst du eigentlich? Feuer. Ich probiere mal. Okay, nee. Hier müssen wir vielleicht erst was aktivieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch mit dem Tier. Also mit dem Monsterchen. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir aber noch rausfinden. Okay, komm. Die nehmen wir jetzt mit. Die sind neu. Oder zumindest sind die in unserem Level. Das möchte ich jetzt schon gerne mitnehmen. Ich will die auch haben. Wir haben so ein Viech noch nicht tatsächlich. Sicherheit. Sehr schön. Und wir können auch noch... Ach, ich glaube, das ist hier nicht nötig, oder? Komm. Falls es nötig werden sollte, können wir es noch nachholen. Mit der Regeneration. Wow. Oh Gott. Okay, Kätzchen. Ja, tschüss, ne? Das, wow. Nicht schlecht. Also die, nicht wir. Okay. Wir werden da mal schnell was tun müssen. Habe ich nur das wiederherstellen? Okay. Na gut. Und dann... Ach, ja komm, voller Einsatz noch drauf. Die ist jetzt nämlich gar nicht gebufft. Helfen wir ihr mal ein bisschen. Jetzt haben wir natürlich keinen Schaden. Na doch, wir haben trotzdem Schaden gemacht durch die Debuffs. Oh Gott, die stirbt gleich wieder. Okay, das ist echt krass, die mit der Verbrennung. Das ist wie mit unserem Giftfisch quasi. Der Giftfisch vergiftet ständig und die schaffen es ständig zu verbrennen. Und der Rüstungsbruch ist natürlich auch genial. Also die hätte ich jetzt schon gerne, die Viecher. Eins davon könnte uns vielleicht nochmal echt gute Dienste erweisen. Denke ich.
das Gift einmal voll gemacht. Und jetzt könnten wir mal hier einen langen Schnitt sein. Okay. Leider nicht wirklich viel Blutung erreicht. Nein, die können heilen. Oh Gott. Okay, sie können heilen. Na gut. Jetzt wissen wir es. Problem ist, sonst sind alle drei die gleichen Viecher. Also alle können heilen. Okay, die Debuffs sind weg. Hm, der hatte eigentlich keine Probleme tatsächlich. Wir kriegen da auch so Gift drauf. Okay, diesmal leider nicht. Na komm. Verbrennung und Blutung. Sehr gut. Verkapseln. Ach. Hat auch wieder... Okay. Aber sie machen es nicht alle. Weil sonst könnten sie ja auch nicht mehr angreifen. Also alles gut. Moment. Heilen mal eben den Rüstungsbruch weg, damit da nichts passiert. Sehr gut. Und jetzt könnten wir ihn hier... Wir machen den jetzt fertig, würde ich sagen. Kriegen wir es hin? Ja, sehr schön mit dem Gift zum Glück. Einer weniger und ihn haben wir auch gleich. Egal, das hilft ihm nicht weiter. Wirklich nicht. Oh, das ist sogar richtig gut hier. Da kriegen wir gar keine HP, ne? Das ist nur, damit wir die Regeneration kriegen. Aber HP kriegen wir da nicht. Okay, wusste ich nicht. So, er ist jetzt weg. Das machen wir da. Sehr schön. Ganz viel Blut. Yay. Und jetzt... Ach nee, warte mal. Sehnstrahl war ja ganz... Oh, auch nicht besser hier. Na gut. Und jetzt machen wir dem ein Ende. Und wir können weiter. Da wird bestimmt wieder ein Champion auf. Entweder ein Champion-Monster oder ein einer der Alchemisten. Schauen wir mal, was uns erwartet hier am Ende. Wir können hoch oder hier. Oh, okay, damit habe ich... Nein, wo stehe ich denn? Okay, wir brauchen mal Vögelchen. Ich muss da hingucken. Oh, okay, fast. Ich wusste ja nicht, was uns da erwartet. Oder muss ich hier wieder... Nee, das funktioniert. Okay. Armschiene plus... Wow. Was ist denn hier los? Crit, Crit. Mana Crit, das ist eigentlich gut. Armschiene, Angriff, Magie und Gesundheit. Und die braucht eigentlich gar nicht so viel Gesundheit. Dann gucken wir mal lieber hier bei ihm. Er hat da mehr Probleme. Angriff, Magie, Mana, Crit-Chance... Ja, dann wäre ich eher hier geneigt. Und hier können wir auch noch mal kurz gucken, wie die Morgensterne... Nee. Okay, Magie ist da besser. Okay. Und wir können hier mal eben scannen. Kanalisiertes Gleichgewicht. Erhöht außerdem den verursachten Schaden um 6... Ja. Nehmen wir mal. Und hier unseren Koa haben wir den genannt. Stimmt. Koa wegen Fisch und Wasser und wegen dem schönen Spiel Summer and Mara. War so ein kleines Tribut quasi mit dem Namen. Oh Gott, jetzt komme ich hier nie wieder weg. Okay, wir sind einfach schon auf der richtigen Seite. Gut. Kiste? Oh, was ist denn das da oben? Ja! Okay, war nicht so schwer. Wartet. Okay. Ich wollte es ausprobiert haben. Gar nicht, wo ich hier zuerst hin soll immer. Oh, das hatten wir. Moment. Wer war es denn? Der hier? Nee. Oder kann ich den wegschmelzen mit Feuer? Wo ist ein Kätzchen? Nee, andere Kätzchen. Oder kann ich die noch nicht wegmachen? Ich finde gerade da. Nee, nicht ganz.
Nee, ne? Nee. Ich könnte das doch wegschieben, oder? Okay, das sind die gleichen. Nee. Kaputt machen geht nicht. Nee. Hm. Auch nicht durchschneiden. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Aber mir ist so, als hätten wir die Dinger schon kaputt gemacht. Der macht auch das. Okay, ich wüsste nicht, was ich jetzt noch ausprobieren sollte. Was machst du? Oh, gut. Der war's. Okay. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht mehr erwartet, aber gut. Okay. Komisch, ne? Ich meine, na gut, weil es so ein Mining-Ding ist vielleicht. Na gut. Ja, jetzt haben wir hier offen. Das gefällt mir gut. Ach, Moment. Dann können wir gleich mal, wo wir gerade so nah am Teleporter sind, wenn wir in der nächsten Folge zurückschauen und gehen jetzt aber erstmal am Anfang der nächsten Folge zum Evolutionsbaum und werden gucken, welches Tier wir, welches Monster wir da entwickeln können mit der Asche, die wir gefunden haben. Okay, Leute, das machen wir aber in der nächsten Folge. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.